Ich weiß halt auch nicht, ob ich dem überhaupt Schaden mache. Hm. Ich glaube nämlich nicht. Ich habe eigentlich so ein bisschen gehofft, dass er da vielleicht... Alter, explodiert's? Explodiert's nicht? Ist... Oh man, die explodieren natürlich nicht. Hm. Ich will jetzt auch nicht nach vorne gehen. Ich habe jetzt auch... Da ist nochmal eine Fai. Ich habe jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen könnte, ja. Das könnte uns unter Umständen helfen. Er hat auf jeden Fall eigentlich hier die Waffe, die uns da irgendwie... Ja, die Möglichkeit bietet, eigentlich da das Ding da relativ schnell kaputt zu machen. Aber er fällt halt doch, ist okay. Ah, einzige, was ich jetzt nicht will, ist sterben. Er verliert auf jeden Fall seinen Schutz. Okay. Ey, die Dinger starren bei mir im Kopf gesteckt. Was ist das denn? Ah, oh, endlich. Da ist das Ding auch tot. Okay. Ah, die haben nochmal ein bisschen aufgeräumt. Hoi, 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 hoi. Das war gut knapp. Also ich hätte jetzt lieber einen Bohrer und alles gehabt. So, Mark 2 ist voll. Mark 1 ist jetzt nicht gerade wirklich voll. Schade eigentlich. Machen wir mal ein bisschen Licht hier an. Na, du komm. Gab es hier nicht auch noch irgendwie sammelbare Sachen oder sowas? Ich weiß es nicht. Was war das? Handgranate. Die können wir mitnehmen. Die könnte man auf jeden Fall nochmal gebrauchen. Okay, und das sieht so nah aus, als ob er jetzt kommt, oder wie? Der Daedalus. Ich nehme auf jeden Fall die Shotgun mit. Echo-Team, haben Sie Sichtkontakt zum Ziel? Negativ. Ziel ist nicht vor Ort. Keine Spur von Daedalus. Verstanden. Gehen Sie in den Turm. Nehmen Sie den Aufzug im Südflügel bis ganz nach unten. Sie müssten freie Bahn in den Turm haben. Viel Glück, Echo. Den Aufzug habe ich in einer Minute geholt. Ausschwärmen und alle Lücken schließen. Das klingt so überhaupt nicht gut. Naja, okay. Solange... Ja... Ich wollte gerade sagen, der Hauptteil irgendwie von denen ausgemacht wird, hätte ich jetzt kein Problem damit. Aber, ja. So viel dazu. Alter. Ja, das könnte bitte... Na, ja, super. Falsche Taste. Oh, ich habe halt einfach wirklich die falsche Taste gedrückt. Das ist natürlich extrem bitter. Ja gut, schade. Müssen wir halt nochmal machen. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir müssen jetzt halt die Geschwafel nochmal anhören. Es ist wird hart. Ich hätte lieber hier den Mark 1 gehabt. Hm. Mal gucken, ob das vielleicht sinnvoller ist. Weil um die ganzen... Weil wenn wir halt nämlich die ganzen Kokons kaputt machen... haben wir ja eigentlich auch... weniger Gegner, muss man dazu sagen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so... das... Hm, okay. Das ist jetzt so die Frage, hat es überhaupt was gebracht, die Kokons da zu zerstören oder nicht? Oder inwiefern, ist es überhaupt relevant? Oder ob die halt trotzdem rauskommen?
Ich würde ungern halt mein Mark One nehmen. Hau ab. Okay. Können mir mal meine Jungs ein bisschen helfen? Sag mal, seid ihr blöd oder sowas? Kann mein Typ sterben, ist so die Frage. Also ich kann sterben, das steht schon mal fest. Und das sind gerade nicht wirklich wenig Gegner hinter mir. Wo ich hinschieß? Gib mal den Splicer. Oh, der Splicer, der könnte vielleicht gut sein. Ich bin hier nochmal ein Ründchen. Bullseye natürlich. Och, Mann, ey. Ich weiß nicht, was meine Leute machen. Normalerweise müssten die doch mal so schlau sein und mir ein bisschen helfen, ne? So. Zack. Und ja, sie kommen halt... Naja, was heißt... Oh ja, klar. Sie kommen halt daher. So. Ich glaube, der Spicer wäre von vornherein eine bessere Variante gewesen als die Shotgun. Aber naja. Mal gucken, vielleicht bekommen wir Resistance 2 auch jetzt komplett durch. Hä? Ja gut. Dass die jetzt hier nochmal schlüpfen, war abzusehen, muss man da sagen. Weil die anderen haben wir alle ausgeschlossen, das heißt, die müssen ja hier noch spawnen. Nimm mal den Splicer. Ja, komm. Ja, nein, vielleicht. Da haben wir nochmal eine Scholle Shotgun, genau. Volle Shotgun. Die nehmen wir mal mit. Ja, wir sind drauf. Und wir fahren. Mal gucken, vielleicht muss ich mein Audio-Interface auch ein bisschen leiser drehen. Noch. Schwere Verluste. Die Mission ist gescheitert. Brauchen sofortige Evakuierung. Tut mir leid, Sir. Wir können nichts machen. Die Luftunterstützung fällt aus. Sieh durch meine Augen, Nathan. Das ist die Zukunft ihrer Rasse. Echo-Team, zurück zur Sicherheitszone. Wir blasen die Mission ab. Lieutenant, ohne Daedalus gehen wir hier nicht weg. Ja, ganz meine Meinung. Echo-Team, bestätigen! Negativ, Kommando. Setzen die Mission fort. Bitten viel, ne? Was die da uns gerade zumuten. Wollen oder was auch immer. Naja, gut, immerhin ein Speicherpunkt. Da sollen wir reinhüpfen. Ah ne, das ist unser... abgestütztes Kommando. Okay. Rabine. Okay. Okay, die Frage ist halt, wie müssen wir da durch? Wahrscheinlich einfach runterspringen und Vollgas? Ich weiß es nicht, ich glaube, das werden wir sehen. So, dahin ist auf jeden Fall dumm. Kann ich hier einfach so runterjumpen, ohne irgendwas zu machen? Ja. Ja. So. Oh shit! Ich wusste gar nicht, dass ich die... naja. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich eine Granate noch irgendwann aufgesammelt habe. Ja, so durchlaufen geht's halt auch nicht. Was wollen die denn von mir jetzt? Ist okay, ich habe mal gerade erst 17 Minuten aufgenommen. So ist es halt nicht. Wir haben ja relativ viel geschafft. Der eine Kampf gegen die Dingens war noch relativ lang, muss man mal sagen, gegen die Drohne. Aber ich muss... Ich könnte auch da runtergehen. Nehmen mal die Karabiner mit. Okay. Gut, vielleicht bin ich auch einfach den falschen... Ich glaube, ich bin einfach nur den falschen Weg gegangen.
Wir nehmen mal die Karabine. Unser Bullseye ist ja so relativ leer schon. Ja, das Problem ist halt, dass wir halt sehr ungünstig, sage ich jetzt mal, sitzen. Da wir doch interessanterweise doch wieder schon hier sehr, sehr anfällig sind insgesamt. Für Schaden die ganze Zeit ja schon an sich. Was ich halt doch sehr komisch finde. Aber vielleicht ist es ja wirklich so, wie ich es halt vermute, dass uns der Virus, was auch immer wir da intus haben, unser Körper oder das... Ey, ich werde von hinten schon hier abgeschossen. Dass unser Körper darauf halt wirklich negativ reagiert und wir deswegen halt schneller sterben. Keine Ahnung, dass der Körper halt geschwächt ist. Aber na gut. Aber das ist gar kein schlechter Weg. Die Leute da, wir nehmen die Karabiner mit. Und versuchen dann so ein bisschen was zu machen. Ich hab... Okay, durch den Soldaten bekomme ich die Granate. Na gut, ist halt ein Bohrer, ne? Ist jetzt auch nicht so geil. Ich frage mich zwar immer noch, wie manchmal... Der Typ hat einen Bohrer. Wie ich teilweise von hinten abgeschossen werden kann, obwohl ich doch eigentlich so stehe, dass mich keiner von hinten... Oh, von hinten abschießen kann, aber gut. Nehmen wir dann einfach mal so hin. Das ist jetzt natürlich auch nervig, immer das Ganze nachzuspielen. Aber gut. Das kriegen wir hin. Weil jetzt ist da nämlich gerade keiner. Ach, da ist er. Jetzt haben wir da vorne nochmal welche. So. Der da oben lebt noch. Der ist auch tot. Kann doch sein, dass der das war. Der ist auch tot. Ich bleib mal ein Stückchen weiter hinten. Ah, super. Hier war doch... Hier war doch irgendwo die Dingens, oder nicht? Da ist sie, die Marksman. Die habe ich gesucht. Ah, da oben noch. Das können auch natürlich immer die ganze Zeit die gewesen sein, die mich da noch abgeschossen haben. Weil man sieht ja, also so komplett habe ich jetzt nicht auf jeden geachtet. Oder es tauchen ab einem bestimmten Punkt welche auf. Das kann natürlich auch sein. Dass, denn auf einmal gemeint wird, hey, wir lassen mal ein paar Gegner hinter euch spawnen. Aber es sieht okay aus. Ich würde ganz gerne hier irgendwie in Deckung gehen. Und ich hänge erstmal in Deckung. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da kein Bohrer oder sowas aktuell ist. Ah, tot. Hä? Ach, da. So eine. So, der müsste eigentlich tot sein. Nee. Jetzt ist er tot. Also, wir müssen auf jeden Fall... Karibiner. Die Jungs hier auf jeden Fall ein bisschen beschützen. Das sollte jetzt auf jeden Fall nicht so das Problem sein. So, zack. Die sind ja schon an sich sehr, sehr stark, die Granaten, die wir da gerade aufgenommen haben. Wechsel mal. Steh mir doch nicht vor der Flinte, Mann. Was ist denn los mit dir? So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch abfischen. Worauf ich auch Bock hätte, ja, ich weiß, es ist zwar Konkurrenz, aber trotzdem, auf ein neues Gears of War. Bin ja mal gespannt, ob wann ein neues Gears of War kommt. Gears 6 oder sowas. Gears of War beispielsweise könnt ihr auch auf mal. Mit den Kamelien habe ich gerade so überhaupt nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob ich gerade einen Speierpunkt gehabt habe.
Ich hoffe mal. Gears of War, aber könnt ihr auch alle Teile bei mir auf dem Kanal sehen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, es ist nicht schlimm. Wir müssen nur nochmal da hinlaufen und... Gar nicht.